Wir Menschen verbrauchen viel mehr Ressourcen, als die Erde zur Verfügung hat. Wisst ihr sicher. Aber wisst ihr auch, dass man berechnen kann, an welchem Tag die Menschheit und jedes einzelne Land die Ressourcen, die es eigentlich zur Verfügung hätte, aufgebraucht hat? Auf Deutschland bezogen wurde Anfang Mai errechnet, also jetzt ungefähr. In diesen Tagen haben wir Deutsche für dieses Jahr unsere Ressourcen eigentlich aufgebraucht. Sieben bis acht Monate zu früh quasi. Der Earth Overshoot Day markiert also den Tag, ab dem wir über unsere Verhältnisse leben. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Earth Overshoot Day bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie Erdüberlastungstag oder Welterschöpfungstag. Er markiert den Tag des Jahres, an welchem mehr Ressourcen verbraucht wurden, als in einem Jahr reproduziert werden können. Als Beispiel, es werden mehr Bäume gefällt, als in einem Jahr nachwachsen oder mehr CO2 produziert, als natürlich abgebaut werden kann. Ab diesem Tag verschulden wir uns quasi bei der Erde und verbrauchen Ressourcen, die eigentlich zukünftigen Generationen zustehen würden. Wenn wir uns die Berechnungen der letzten Jahre so anschauen, stellen wir dabei einen erschreckenden Trend fest. 1970 lag der Tag noch am 29. Dezember. Seitdem rückt das Datum immer weiter nach vorne im Jahr. Doch wie genau berechnet man eigentlich, ab wann zu viele Ressourcen verbraucht sind? Die Organisation Global Footprint Network, eine internationale Forschungsorganisation, veröffentlicht jedes Jahr den jährlichen Overshoot Day. Dafür wird eine auf den ersten Blick recht einfache Formel verwendet. Die Biokapazität der Erde wird durch den ökologischen Fußabdruck der Menschheit geteilt und dann mit 365, also der Anzahl der Tage im Jahr, multipliziert. Um die Biokapazität der Erde zu bestimmen, werden die einzelnen Länder betrachtet. Wie viel Wälder, Wiesen, Fischgründe, Felder und vieles mehr stehen in den jeweiligen Regionen zur Verfügung? Um den ökologischen Fußabdruck zu messen, wird dann verglichen, was die Bevölkerung an Wäldern, Nahrung und Platz benötigt. Außerdem wird berechnet, wie viel CO2 die Wälder aufnehmen können. Somit hat ein Land, welches viele Ressourcen importieren muss, automatisch einen schlechteren Fußabdruck als ein Land, welches autark von den eigenen Ressourcen leben kann. Den größten Einfluss auf den Fußabdruck haben dabei mit 57 Prozent die CO2-Emissionen. Der Earth Overshoot Day zeigt also deutlich, dass mehr verbraucht wird, als die Erde produzieren kann. Und das können wir auf jedes Land runterrechnen. Der Deutsche Overshoot Day liegt, da wir eine Industrienation mit wenig eigenen Ressourcen sind, deshalb vor dem weltweiten Overshoot Day. Und das geht nicht nur uns zu. Viele Länder liegen vor, meist sogar weit vor dem 31. Dezember. Ein fettes Problem für die Erde, wenn wir jedes Jahr neue Schulden machen. Denn im Gegensatz zu einzelnen Ländern, kann die Erde nicht einfach importieren, was sie benötigt. Und das Nachwachsen dauert. Schauen wir mal auf die Berechnung von Deutschland. Die wird ähnlich wie der Earth Overshoot Day berechnet. Dabei hinken die Daten aber drei bis vier Jahre hinterher. Das ist wichtig so als Info für den Hinterkopf. Der ökologische Fußabdruck eines Landes wird durch die eigene Biokapazität geteilt. Was heißt das? Naja, Deutschland hatte in 2020 einen Fußabdruck von 4,4 GHA pro Person. GHA steht dabei übrigens für globaler Hektar die Einheit, in der Biokapazität und ökologischer Fußabdruck bemessen werden. Also der deutsche Fußabdruck liegt bei 4,4 GHA, die Biokapazität bei 1,5 GHA pro Person. Wenn wir die Werte in der Formel einsetzen, kommt Folgendes heraus. 365 mal 1,5 geteilt durch 4,4 ist 124,4. Das bedeutet, der 124. Tag im Jahr ist der Overshoot Day Deutschlands. Das wäre der 4. Mai seit 2018 liegen die deutschen Overshoot Days immer Anfang Mai. Für den frühen deutschen Overshoot Day gibt es eine einfache Erklärung. Wir verbrauchen fast das dreifache an Ressourcen, wie wir selbst haben. Nur noch ca. 30% Deutschlands sind mit Wald bedeckt. Viele fossile Brennstoffe oder Ressourcen kommen kaum in Deutschland vor und werden deshalb aus anderen Ländern importiert. Ist ja seit geraumer Zeit ein großes Thema. Dazu kommen der vergleichsweise sehr hohe Lebensstandard der Bevölkerung und der fehlende ökologische Wandel. Zum Beispiel, wenn wir immer noch nicht genügend regenerative Energien nutzen. Würde die gesamte Menschheit so leben wie wir Deutschen, bräuchten wir knapp drei Erden jedes Jahr. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland übrigens zusammen mit Israel auf dem 40. Platz im Ranking. Den ersten Platz hält Katar. Da ist der Tag schon im Februar. Wie schaffen wir es jetzt, den Tag im Jahr weiter nach hinten zu verschieben? Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die mal mehr, mal weniger einfach umsetzbar sind. Der WWF hat ausgerechnet, dass, wenn wir unsere CO2-Emissionen halbieren könnten, es möglich wäre, den Overshoot-Day um ganze drei Monate nach hinten zu schieben. Auch die Umrüstung von Industrieprozessen und Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien würde unserem Ressourcenkonto ganze 21 Tage gutschreiben. Wir brauchen ein Wirtschaftsmodell, das nicht auf schnellen Konsum mit großem Rohstoffverbrauch und immer weiter wachsenden Müllbergen ausgerichtet ist. Stattdessen eine Kreislaufwirtschaft in der Produkte lange genutzt werden können und Rohstoffe immer wieder zurückgewonnen und in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Zum Thema Kreislaufwirtschaft haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr hier oben auf dem I. Anders als man vielleicht erwartet, würde das sogar die Wirtschaftsleistung ankurbeln, statt sie zu schwächen. Auch bei der Ernährung könnten wir ansetzen. China hat sich beispielsweise vorgenommen, bis 2030 den Fleischkonsum zu halbieren. Dadurch würde der chinesische Overshoot Day um fünf Tage verschoben. Würde man das weltweit umsetzen, würden wir sogar 17 Tage gut machen. Auch die Halbierung der allgemeinen Lebensmittelverschwendung würde den Overshoot Day um 13 Tage verschieben. Natürlich kann man nicht einfach so über Nacht die CO2-Emissionen eines Landes halbieren. Aber wenn man schon früh entsprechende Maßnahmen anstößt, kann man trotzdem eine deutliche Veränderung herbeiführen. Der Earth Overshoot Day zeigt uns, dass wir schon seit Jahrzehnten mehr Ressourcen verbrauchen, als wir eigentlich zur Verfügung haben. Und zwar deutlich. Die Ressourcen der Erde und ihre Fähigkeit, Ressourcen zu erneuern, sind endlich. Und der Trend zeigt, sie werden eher noch früher aufgebraucht sein. Natürlich ist es für Industrienationen nicht einfach, komplett nachhaltig zu wirtschaften. Und eine Kreislaufwirtschaft lässt sich auch nicht in allen Bereichen einführen. Außerdem haben wir Menschen uns nicht selten an unseren Wohlstand und unsere Art zu leben gewöhnt. Der Earth Overshoot Day markiert im Grunde genommen genau das. Er ist eine Warnung, und zwar an uns. Ein Hey, Vorsicht, Leute, jetzt müsst ihr dringend was tun und euren Lebensstil verändern. Nachhaltiger denken und handeln. Wie ist da eure Einschätzung? Haben wir noch eine Chance, den Tag im Jahr weiter nach hinten zu schieben? Und mit welchen Maßnahmen würdet ihr anfangen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere Videos von uns schauen wollt, haben wir hier noch ein Video zum letzten IPCC-Bericht und hier das schon angesprochene zum Konzept der Kreislaufwirtschaft. Schaut da gerne mal rein. Und ansonsten geht es hier wie immer nächste Woche weiter. Bis dahin, macht's gut.